meine Freunde, willkommen zu einer neuen Sendung. Heute sind wir wieder mal unterwegs. Jo, meine Freunde, ich stehe jetzt hier gerade am Gleis 5, warte auf den Zug. Den anderen habe ich leider verpasst. Bleibt gespannt, wo es hingeht. Kurzer Umstieg in Erlangen. Wir haben schon die Hälfte zurückgelegt. Oh, meine Freunde, gerade in Beiersdorf angekommen, nicht mehr weit weg von unserem Zielort. Und ich wollte euch ganz kurz mal hier den Bahnhof zeigen, weil der sieht genial aus. Diese ganzen Graffitis, das ist genial, oder? Schaut euch das an. 2 haben wir sowas in Nürnberg nicht. Mali macht da mal was dagegen. Kann nicht sein, dass Beiersdorf krasser abgeht als wir. Ich habe mir jetzt gerade die Inliner angepackt. Wir sind jetzt hier gerade noch am Beiersdorfer Bahnhof. Ich werde jetzt noch ein kleines Stückchen fahren müssen, bis wir da sind. Vielleicht hat es schon der ein oder andere erraten, wo wir heute hingehen. Es ist gleich soweit. Wir sind jetzt gerade angekommen und zwar geht es heute nach Schloss Thurn, wie ihr schon mitbekommen habt. Wir schauen uns heute mal an, ob das irgendwie was wäre, was auch Erwachsene verwenden können oder ob das wirklich eher für Kinder gedacht ist. Lasst euch überraschen, ich weiß es auch noch nicht. Weil so, meine Freunde, wir sind jetzt hier gerade am linken Teil vom Park gewesen, bei den Piraten. Jetzt gerade sind wir hier bei Grimms Märchen. Und wir laufen jetzt mal darunter, schauen uns mal an, was es da zu sehen gibt. Ich bin jetzt hier schon einiges rumgelaufen, habe mir noch ein bisschen die ganzen Cowboys gegeben. Jetzt werde ich mal ins Restaurant Romantiksaal gehen. Gerade im Restaurant Romantiksaal angekommen. Der Romantiksaal ist hier rechts. Ja. Nach dem Essen geht es dann wieder zurück. Dann muss ich noch mal ein bisschen diesen Teil auschecken. Den habe ich jetzt noch gar nicht angeschaut. Dann müssen wir noch mit der Schwebebahn, weil die Schwebebahn geht eigentlich von der Monza-Bahn bis hierher. Wir sind jetzt wieder auf dem Weg. Geht wieder weiter zu den Oldtimern. Okay, können wir kurz noch die Show anschauen? Die ist echt cool. Oh, fuck, nein! Oh, nein! Okay, nochmal die Show. Schrei nicht nur ich. Es gibt hier so Geräte, die Air Joe heißen. Das sind so eine Gatling, mit der man dann tennisähnliche Bälle, natürlich super weich, irgendwie aufeinander schießen kann. Ist das geil? Kostet aber leider Geld und ist keiner da, der mit mir spielen könnte. Also müsste er nicht durchgehend gefüllt sein. Und gleich geht's los mit der Schwebebahn. Hier jetzt gerade auf der Schwebebahn. Ich halte jetzt mal ein bisschen die Fahrt fest und ihr könnt ja dann mal schauen, wo die überall durchführt.
meine Freunde. Ich bin jetzt gerade hier am Ende angekommen vom Park. Bin hier noch auf der Liegewiese, wie ihr sehen könnt, gegenüber vom Wasserschloss Thurn. War ein entspannter Tag, hat ziemlich viel los und ziemlich viel zu sehen, sogar für mich, obwohl ich nicht mal ein Kind bin. Wie sieht's bei euch aus? Wartet ihr schon mal hier in Schloss Thurn? Oder habt ihr es vor, immer herzukommen? Oder habt ihr irgendwie gute, schlechte Erfahrungen gemacht? Wie sieht's bei euch aus? Lasst einen Kommentar da, sagt mir Bescheid. Ich würde mich über eure Erfahrungen freuen. Ich werde mich jetzt hier noch ein bisschen entspannen. Und dann geht's wieder mit den Inlinern heim. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Hab mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Und lasst euch gut gehen. Haut dich rein.